Hallo zusammen und willkommen. Wusstest du, dass ein Großteil unseres Immunsystems sich in unserem Darm befindet? So ist es auch einleuchtend, dass wenn der Darm nicht richtig funktioniert, unsere körpereigene Immunabwehr nicht mehr ausreichend arbeiten kann. Die Folge ist, dass wir krank werden. Nebenhöhlenentzündung, immer wiederkehrende Erkältung, Allergien, aber auch ein Blähbauch oder Verdauungsstörungen können die Folge einer gestörten Darmflora sein. Genau deshalb ist es so wichtig, deinen Darm zu reinigen und zu pflegen. Wie dir das mit Hausmitteln gelingt, stellen wir dir in unserem heutigen Beitrag vor. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, was bringt unsere Darmflora aus der Balance? Normalerweise haben wir eine Fülle von nützlichen und schädlichen Bakterien in unserem Verdauungstrakt. Im Idealfall sind die schädlichen Bakterien nur in geringen Mengen vorhanden. Allerdings können bestimmte Lebensweisen wie unausgewogene Ernährung oder Stress dies negativ beeinflussen und ein bakterielles Ungleichgewicht mit sich bringen. Auch die Einnahme von bestimmten Medikamenten wie Antibiotika können die Zusammensetzung der Darmflora verändern. Somit können Kohlenhydrate nicht ausreichend abgebaut werden und es kann zu Durchfall und anderen Beschwerden kommen. Das Wachstum schädlicher Bakterien kann nicht mehr ausreichend gehemmt werden. Wir stellen dir nun 13 verschiedene Hausmittel und Tipps vor, mit denen du deinen Darm reinigen und deine Darmflora wieder in Balance bringen kannst. Nummer 1 Aloe Vera. Die Aloe Vera Pflanze bringt viele gute Eigenschaften mit sich und hilft, den pH-Wert im Magen zu regulieren und die Magensäure zu reduzieren. Gleichzeitig hat der Saft der Pflanze eine entzündungshemmende Wirkung. Der Saft wird aus den Blättern der Pflanze gewonnen und ist in der Apotheke oder in einem Reformhaus zu erhalten. Nummer 2 Sauerkraut. Frisches, naturbelassenes Sauerkraut ist eine richtige Vitalstoffbombe für unseren Darm. Es enthält viele probiotische Kulturen, Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Diese wertvollen Stoffe befinden sich allerdings nur in unbehandeltem Sauerkraut. Nur so bleiben hitzeempfindliche Nährstoffe wie Vitamin C enthalten. Hierzu solltest du pro Tag 2 bis 3 Gabeln, also 100 bis 150 Gramm naturbelassenes Sauerkraut zu dir nehmen. Nummer 3 Mineralerde. Bentonit, Lösheilerde oder Zeolit. In Mineralerde sind verschiedene Mineralien enthalten, welche Schadstoffe und Stoffwechselprodukte aus deinem Körper aufnehmen und diese binden. Hier solltest du einen Teelöffel in ein Glas Mineralwasser geben und dies am Morgen auf nüchternen Magen trinken. Nummer 4 Apfelessig. Apfelessig eignet sich hervorragend, um Verstopfung vorzubeugen, die Fettverdauung anzukurbeln und den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren. Hier kannst du 2 bis 3 Mal täglich einen Esslöffel in Mineralwasser geben und trinken. Nummer 5 Trockenobst. Um Verdauungsproblemen vorzubeugen, festen Stuhlgang zu behandeln, können Trockenobstfrüchte, beispielsweise Pflaumen oder Feigen, helfen. Sie haben nämlich eine abführende Wirkung. Am besten weichst du die Früchte über Nacht in Wasser ein und isst sie zum Frühstück pur oder zusammen mit etwas Müsli. Nummer 6 Leinsamen. Leinsamen gelten wohl als Klassiker unter den Hausmitteln zur Darmgesundheit. Die kleinen Samen können pur oder geschrotet eingenommen werden. Dabei quellen sie im Verdauungstrakt auf und vergrößern so das Volumen des Nahrungsbreis. Die Darmaktivität wird somit wunderbar angekurbelt. Du kannst sie als Topping auf Naturjoghurt oder Skyr geben oder gibst sie in ein Glas Wasser. Nummer 7 Ingwer. Die kleine Wurzel ist ein wahrer Allrounder und unterstützt deine Darmtätigkeit, indem er die Magensaftsekretion stimuliert und die Magenentleerung beschleunigt. Die Inhaltsstoffe wirken außerdem entzündungshemmend und schmerzlindernd. Ingwer kannst du stückchenweise in Tees geben und zermahlen. Nummer 8 Wasser. Klingt erstmal simpel, ist es auch. Wenn du mindestens 2 Liter Wasser täglich zunimmst, werden viele Gifte aus dem Körper gespült. Dabei ist warmes Wasser wirksamer als kaltes.
Du solltest darauf achten, dass du nur stilles und gefiltertes Wasser zu dir nimmst. Leitungswasser enthält nämlich Rückstände von Schwermetallen, Medikamenten oder ähnliches. Nummer 9. Rizinusöl. Das Öl, was aus dem tropischen Wunderbaum gewonnen wird, ist ein bewährtes Abführmittel und bewirkt auch, dass in der Leber eingelagerte Gifte wie Medikamentenrückstände abtransportiert werden. Aufgrund der schnell eintretenden Wirkung solltest du Rizinusöl nicht am Abend einnehmen. Nummer 10. Apfelsaft. Das im Apfel enthaltene Pektin fördert die körpereigene Entgiftung. Hierzu kannst du täglich einen Apfel essen oder dir Apfelsaft pressen. Nummer 11. Flohsamen. Flohsamen enthalten wohl die höchste Konzentration an Ballaststoffen. Sie quellen im Verdauungstrakt auf, machen den Stuhl formbarer und sorgen für einen regelmäßigen Stuhlgang. Gib hierzu einen Teelöffel Flohsamen in 200 ml Wasser und nimm den Mix maximal 4-mal am Tag ein. Nummer 12. Zitronensaft. Zitronensaft hat eine positive Auswirkung auf unsere Darmschleimhäute und sorgt für eine bessere Eiweißverdauung im Magen. Hierzu presst du den Saft einer halben Zitrone aus und gibst diesen in ein Glas mit Mineralwasser. Nummer 13. Glaubersalz. Glaubersalze binden Wasser und sorgen für eine zügige Darmentleerung nach 2-3 Stunden. Hierzu gibst du 20-40 Gramm Glaubersalz in einen halben Liter Wasser. Nebenbei solltest du viel Wasser oder Kräutertee trinken, um deinen Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Um eine Darmreinigung durchzuführen, stehen dir also unterschiedliche Hausmittel und Methoden zur Verfügung. Wenn du deinen Darm entsäuern, entschlacken oder einfach was Gutes tun möchtest, werden dir diese 13 Tipps helfen, um dein Wohlbefinden zu verbessern und Symptome schonend zu lindern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.